super Tor. Esto no puede ser. ¿Por qué nos pasa a nosotros? El partido lo teníamos ganado. Y en el último minuto, en los descuentos, mete ese derechazo Bastic impresionante. Muy bueno el tiro. Qué injusticia. No tenían por dónde, ¿ah? Ich weiß nicht, ob man nochmal so ein Glück kommt, dass man wieder in der Nachspielzeit den Ausgleich schießen, aber Gott sei Dank, ein Punkt, wenigstens sind wir noch nicht verloren. Thomas, das ist wunderbar, die Deutschen spielen mehr besser wie mir, die Woche besser. Jeder Weg kann sehr gut. Die vierte Woche ist mehr besser, sehr versichert. Herbert Prohaska hat das Match vercoacht. Herbert Prohaska hat das Match vercoacht. Was muss noch passieren, damit endlich die spielen dürfen, die in Form sind? Was muss noch passieren, damit Herbert Prohaska Vertrauen gewinnt zu denen, die in Form sind? Damit er in einer Familie die richtigen Maßnahmen setzt, die erzieherisch wertvollen. Nicht die, die einzelne verpempern und andere versauern lassen. Ein paar Spiele im Team sind schon so sauer, die können nicht einmal mehr gerade schauen. Naja, da muss man sich immer meistens in einer Sekunde entscheiden, ob man schießen oder nicht. Und ich habe so freie Ecke gesehen und habe ich alles draufgelegt in diesen Schuss und Gott sei Dank hat alles gepasst. Wahnsinn, so lange wollten wir das sehen. Ich bin immer froh, dass ich in Paris ein Bett habe. Ja, gut, das ist natürlich dann etwas besser, ne? Aber ich habe es auch schon gemerkt. Ja, vielleicht kommt mein Tagesflug im Achtelfinale. Und so bis wieder. Glaubst du das? Ich glaub's nicht. Wann fliegen wir wieder? Am Samstag, ne? Ja. Ja. Na gut, schau, ich meine, das heute war ja wieder super spannend. Und Das war sehr spannend, ja. Zweimal so ein Kriegskind zu sein, ja, ich meine, letztendlich warum verdient. Nicht? Warum nicht? Ja, das haben normal nur die Deutschen, ne? Normalerweise. Das stimmt, ja. Aber ist in der Zeitung schon gestanden. Ich meine, es gibt jetzt für mich zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir weiter Kriegskinder, ja, so wie die Deutschen, ja, oder es verlässt uns das Krieg. Kein Offside, die große Chance auf die vorzeitige Entscheidung. Und da ist sie! Tor durch den spielbestimmenden Mann mit der Nummer 2 in der zweiten Hälfte. Mehdi Mahdavikia, 20 Jahre alt. Das ist sicher eine Vorentscheidung in diesem Spiel. Ein wichtiger Schritt für den Iran zum ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft. Einmal waren wir bisher nur dabei, 1978 in Argentinien. Das läuft mir super, gell? Was, gegen USA, oder was? Gegen Iran, gegen USA. Ja, das war super. Spitze, oder? Ja, vor allem, was mir am meisten taugt, dass die, Amerikaner die zuerst die Goschen so weit aufgerissen haben und, ja, und Frieden mit dem angeblichen Erzfeind und sowas. Ja. Und dann kriegen sie gegen die auf die Schnauze. Drei Tage, nein. So, die haben Glück gehabt, das ist. Hast du den Freistoß vom Zahnarzt gesehen? Das ist ein Wahnsinn. Der darf doch normalerweise überhaupt nicht ins Tor gehen. Ja, normal nicht. Sagt er, die Deutschen, das ist wirklich, man kann mit den Deutschen über, wenn die Deutschen spielen, von Glück reden. Die haben immer Glück, immer wieder. Ja, aber was ist?
Gegen das kann gerade gewachsen, gegen die Deutschen. Irgendwo in 3 Wochen Abstand ist das große Licht, das wartet. Wartet es auf die Franzosen, wartet es auf die Brasilianer, wartet es auf die Deutschen? Die Deutschen wären der unwahrscheinlichste Kandidat für das Licht. Aber man kann ja nie wissen. Sie sind so stur und so dickschädelig und so kräftig. Vielleicht werden sie das große Licht heimtragen. Die Österreicher lecken ihre Wunden, sie haben heute frei. Didi Kübauer hat viele CDs gekauft, Heimo Pfeifenberger lässt seine Muskeln behandeln, die Armen, die Kleinen, die Schmerzen. Batterie aus. Herbert Prohaska leckt seine seelischen Wunden, er ist noch immer beleidigt, verbittert, erbost darüber, dass die Menschen seine Leistungen nicht so richtig würdigen. Die Österreicher haben 2-mal unentschieden gespielt, noch nichts gewonnen, aber auch noch nichts verloren. Der Jubel in der Heimat soll groß sein. Also jetzt geht's los, jetzt spielen wir gegen Italien, also zum Verlieren haben wir nichts mehr. Wir dürfen nur nicht mit vollen Hosen spielen, so wie gegen Chile. Dann ist alles möglich gegen Italien. Ich glaube, gegen Italien werden wir gewinnen. Weil er wird so gescheiße, der Prohaska, dass er hoffentlich nicht in Polster aufstellt, sondern in Haas und in Vastisch und im Mittelfeld in Stöger, weil der ist ganz gut in Form jetzt momentan. Nicht? Das nächste Match gegen Italien wird schwer genug. Österreich wird wahrscheinlich gewinnen. Wer gescheit ist, setzt einen Tausender auf Österreich. Wer ganz gescheit ist, 10.000er. Wo fahren wir denn jetzt hin, Herr Renner? Wir fahren jetzt nach Paris. Und da schauen wir uns an das WM-Qualifikationsmatch. Österreich gegen Italien. Das war alles so wie ein Pilger nach Mekka pilgert. Einmal im Leben muss man dabei gewesen sein. Das ist echt ein Fußballfan. Wie viel wird das Match ausgehen? Ja, das schlagen wir da. Geht schon? Ja. Na gut, also, heute ist Montag, der 22. Juni. Wir haben die lange Fahrt nach Paris endlich geschafft. Sportlich muss man sein. Egal auf welchen Plätzen in Paris, es wird überall Fußball gespielt. Das ist sowas von wunderbar. Ich habe sowas in Wien noch nicht gesehen. Aber Burschen, jetzt könnten wir uns schon üben ins Loch gesehen. Wir singen. Was haben wir denn drauf, Burschen? 1, 2, 3, wir singen rot. Wir singen weiß, wir singen rot-weiß Österreich. Das Interesse für das heutige Match reicht sogar bis in höchste Kreise der Politik. Die Chancen der österreichischen Mannschaft waren auch das Thema am Rande des Ministerrats. Bundeskanzler Klima, der ja auch für den Sport zuständig ist, gibt sich betont optimistisch. Er tippt auf einen Sieg der Österreicher. Wenngleich er scherzhaft anmerkte, dass es das Beste wäre, das Spiel gegen Italien auszulassen. Was gibt es schon zu verlieren? Ein Fußballspiel, das ist gar nichts. Paolo, di grande emozione, no? Anche adesso, ha maggior ragione quando giocavi. Sino, in queste circostanze ci fa sentire proprio tanto italiani. Oh. Noi che non lo siamo, c'è, poi in fondo così problema, nazionalisti. C'è la polemica come... che non lo cantano, ma non vuol dire. Italia ed Austria, tradizionali rivali in campo calcistico,
hanno giocato finora 35 volte. L'Italia ha vinto 16 partite, 7 i pareggi, 12 le vittorie dell'Austria. Tutte vittorie peraltro che sono avvenute nella fase più lontana, ai primordi del calcio. L'Italia ha stentato molto prima di vincere la sua prima partita contro l'Austria. Die Mannschaft muss sich, wie man sagt, man darf das nicht sagen im Fernsehen, ich sag's. Sonst muss sich den Arsch aufreißen für diese Fans, weil alle stehen hinter der Mannschaft und ich hoffe und ich bin überzeugt davon, dass sie sich den Arsch aufreißen. Okay, das muss man sagen. Tutti che sono partiti in maniera abbastanza aggressiva, anche se con il loro tipico calcio tutt'altro che veloce, sono gli eredi, no, della scuola del calcio danubiano, che negli anni 30 era il calcio forse più forte del mondo, ma non è che si siano molto adeguati alla velocità del gioco moderno. No, Pummel, ma wo ist der Maldini? Zu sehen war nicht viel. Achtung, aha. Ein wenig vom Ellbogen. Oh mein Gott, wie oft kommt das vor? Wie oft hast du das du kriegst? Bei einem Eckball. Der Toni teilt viel Watschen aus. Ja. In der letzten Spiel hat man ein paar Mal gesehen. Der ist auch, der Mager ist auch, ja. Immer wieder Österreich. Ist schon gut. Ein bisschen Respekt verschaffen. Ich schreie so, wenn ich anspritze. Immer ganz allein. Astic, da könnte er schießen. Schuss. Er muss selber, das, jetzt regen wir mal Elfmeter, aber er muss selber schießen. Sempre Del Piero. Viene attaccato, ma l'arbitro dice che si può proseguire. Sehr gut, Vorteil. Gibt Vorteil. E questo fallo era piuttosto netto. Frei auf der rechten Seite, bitte schieß! Attenzione, in area, poster in tiro. Jesus Maria. Ribattuto, ma l'arbitro lascia correre troppo. Chance Santo. Bastic. Ja, Ivo, super! Ah, super Aktion von Ivo Astic. Come fai? Mi stai attaccando, scusa. Super Aktion von Astic, ne? Einmalig. Attenzione, pallone pericoloso. Si gira Astic, poi in qualche modo riesce la nazionale italiana von Pessotto a liberare. Jetzt lässt er sogar über die drei Minuten noch drüber spielen. Jetzt ist der Schlusspfiff da, glaube ich. Ja, jetzt ist die erste Hälfte zu Ende. Cesare Maldini kann nicht glücklich sein. Herbert Braska hingegen zwar nicht zufrieden, weil wir leider auch führen müssen. Wir können wirklich hoffen auf die zweite Hälfte und um das erlösende Tor zu schießen. Die Italiener sind fällig, so wie wir gesagt haben, und wir können dieses Spiel realistisch auch gewinnen. Sicuramente noi abbiamo sofferto un po' la fisicità di questi austriaci. Siamo stati un pochino picchiati troppo. Non dobbiamo vanificare tutto quello che è chiaro di buono abbiamo fatto fino adesso. È chiaro, no? Che fin dall'inizio abbiamo detto che non è nemmeno una partita che si possa giocare con l'intenzione precostituita di tirare al pareggio, sia perché sarebbe pericolosissimo con quest'Austria poi che è abituata a far gol a tempo scaduto, guai. Sì. E poi c'è sempre l'insidia, no, attraverso il pareggio di un possibile secondo posto nel raggruppamento e di un Brasile che ci aspetterebbe negli ottavi di finale. Und jetzt Anschluss für die Österreicher. Von links nach rechts spielt jetzt die österreichische Mannschaft in den zweiten 45 Minuten und wenn wir optimistisch sind, hoffentlich nicht in den letzten 45 Minuten bei dieser Weltmeisterschaft. Mancio per Del Piero. Serie di finte. Ha di fronte sempre Schottel. Interviene l'arbitro a comandare il calcio di punizione. So, Freistoß für Chile, knapp außerhalb des Strafraums. Wie gegen Chile. Ja, wie gegen Chile, ja, wie gegen Chile. Tutti i saltatori italiani in area. Del Piero. E sì, c'è il gol! C'è il gol ancora! Sempre lui, Di Vieri, Cristian Vieri, bomber implacabile. Moment, was passiert da? Riesenrangelei, Vieri hat sich da ganz frei gemacht. Es gibt sieben Wunder, das sind aber die Weltwunder. Aber da gibt es kein Wunder. Man darf nicht vergessen, wir waren dabei. Das ist schon eine Ehre für uns. Ed ecco la sostituzione. Esce Vieri, entra Inzaghi. Ovazione per Cristian Vieri dentro Pippo Inzaghi. La sua agilità contro la robustezza fisica e diciamo pure anche la cattiveria dei difensori austriaci.
Und jetzt kommt der Wechsel bei den Österreichern. Aber es geht Polster. Das ist eine Überraschung. Es geht Polster, also doch nicht eine zusätzliche Spitze. Ui, der geht gleich in die Kabine. Ui. Ja, damit hat auch der Kapitän nicht gerechnet, dass er jetzt rausgenommen wird. Ich auch nicht eigentlich. Ich bin auch wir bringen eine zusätzliche Spitze. Jetzt geht's los. Was ist der Hals? Die Kabine. Bist du das auch jemals gleich in die Kabine gegangen nach einem Wechsel? Wenn sie mich austauscht hätten, war ich gleich heimgegangen. Mit der Dress. Eckball von rechts. Wie lange geht's noch? 14 Minuten hier zu spielen. Hopp, Pfeffer! Stöger-Bass.